Moin, hier ist wieder der Videoformer. Heute zeige ich euch mal die Uchte von der Quelle bis zur Mündung. Ich bin heute in Uchtspringe an den Uchtequellen. Das ist hier so ein kleines Gebiet, 200 Meter Durchmesser ungefähr, wo die Uchte so aus 5 bis 6 Erdvertiefungen entspringt. Da unten sieht man so einen kleinen Sumpf, der feucht glänzt, und das ist eins davon. Jo, ich zeige euch mal die verschiedenen. Und dann werden wir Stück für Stück die Uchte abfahren oder abwandern bis zur Mündung in die Biese in Osterburg. Ein schöner Quelltümpel. Eigentlich sind hier zwei relativ große Vertiefungen, aus denen dann die Uchte zusammenfließt. Ja, den Zusammenfluss zeige ich euch dann noch. Wer mal herkommen will, ist das nur zu empfehlen. Eigentlich sollte jeder Altmerker mal hierher. Wir haben damals schon Schulausflüge zu den Uchtequellen gemacht. Da sah es aber noch nicht so schön aus. Nach der Wende ist hier ein bisschen renoviert und modernisiert worden. Hat man so einen zumindest halbwegs begehbaren Rundweg angelegt um die Quellen. Also alles sehr sumpfig. Kann man es noch mal schön sehen, ein Quelltümpel. Hier kann man noch mal einen der Quelltümpel schön sehen. Kann das sein, dass das 7 sind? Oder, naja, magische Zahl 7. Da haben sie sogar eine schöne Brücke gebaut. Und hier fließt die Uchte dann weiter. Der nächste Quelltümpel. Nochmal ein richtig schöner Quellteich. Das sind wohl doch 7 Sickergruben, aus denen die Uchte entspringt. Hier sieht man jetzt schon die etwas breitere Uchte, wo schon die 5 Zuflüsse reingeflossen sind. Und dann kommt nochmal eine große Brücke, und von der anderen Seite kommen nochmal ein oder zwei Zuflüsse dazu. Und hier ist praktisch dann die Vereinigung, wo der eigentliche Fluss Uchte entspringt und dann Richtung Osten fließt. Und da zwischen den Bäumen sieht man die Nervenklinik Uchtspringe, Maßregelvollzug. Da sitzen die Schwerverbrecher. Hier sind mehrere kleine Brücken im Verlauf der ersten paar hundert Meter der Uchte. Mir ist gerade aufgefallen, der Maßregelvollzug, der ist jetzt eingezäunt, haben so Maschendrahtzaun drumherum gezogen. Früher konnte man da direkt, naja, nicht ganz rangehen, aber seltsam. Immer noch Uchtspringe, und hier gibt es eine Kneippstelle. Ich weiß zwar nicht, wie das Wasser hier hochkommt. Wird vermutlich hochgepumpt. Oh, praktisch. Ich bin schon ab und zu mal hier gewesen, habe aber noch nie gesehen, dass das jemand benutzt. Und da fließt die Uchte dann Richtung Birgitz. Da gehe ich jetzt lang, aber rechts und links Weiden und Stacheldraht. Ach, da geht sogar Stacheldraht über die Uchte rüber. So, hier am östlichen Ortseingang von Uchtspringe. Die Uchte kommt von links, und hier mündet noch ein anderer Bach. Ich glaube, der hat keinen Namen. Und die Uchte fließt hier teilweise über Privatgelände, über große Wiesen, die mit Stacheldraht eingezäunt sind. Und ich gehe jetzt weiter Richtung Birgitz. Kann man da hinten schon sehen, die Häuser. Zwischen Uchtspringe und Birgitz. Da kann man nochmal Uchtspringe sehen. Das ist eine kleine Brücke über einen Feldweg. Hier ist die Uchte schon relativ breit. Die wird dann aber noch mal schmaler beim Durchfluss durch Birgitz und Staats. Die erste Stromschnelle der Uchte. Und hier ist schon die Siedlung Staats.
Seltsamerweise liegt die aber in Birgitz, aber ich glaube, Birgitz haben sie irgendwie zu Staats eingemeindet. Keine Ahnung. Und in der Kolwitz-Letzlinger Heide höre ich Schüsse. Heute ist wohl Reichsjagd, dort will der Kaiser unterwegs sein. Ochtebrücke in Birgitz, Richtung Siedlung Staats. Jetzt habe ich auch herausgefunden, warum das Siedlung Staats heißt. Weil die Siedlung auf der gleichen Ochte-Seite liegt wie Staats und Birgitz liegt auf der anderen Ochte-Seite. Hier fließt die Ochte dann weiter. Und hier gibt es noch so ein Kuriosum. Gibt zwar in Stendal nochmal, und zwar teilt sich hier die Ochte. Kann man leider nicht sehen, weil das alles über private Wiese verläuft. Ja, die teilt sich dann und der linke Arm verläuft dann etwas höher und verläuft dann komischerweise auf einer Trogbrücke über den rechten Arm rüber und fließt dann in die Wassermühle Staats hinein. Und hinter der Mühle vereinigen sich die beiden Ochtearme wieder. Das ist wahrscheinlich vor 500 Jahren mal so angelegt worden, als die Mühle gebaut wurde. Da konnte man schon nivellieren, alle Achtung. Und da fahre ich jetzt nochmal hin. So, ich stehe jetzt genau zwischen den Dörfern Staats und Birgitz. Und hier ist eine von den Ochtebrücken, von den beiden da hinten. Da ist noch eine. Und da hinten überquert der eine Ochtearm den anderen. Da fahren wir jetzt mal zu der Wassermühle hin. Kann man jetzt leider nicht sehen, aber von der Mühle aus kann man es sehen. Ich bin jetzt ein paar Meter flussabwärts von der Wassermühle Staats und hier vereinigen sich die beiden Ochtearme wieder. Der eine kommt von da und der andere kommt von hier. Und ich habe jetzt mal das Video von der Wassermühle Staats, was ich vor einigen Jahren gedreht habe, mal mit reingeschnitten, weil da sieht man, glaube ich, diese Überquerung des einen Ochtearms über den anderen. Ja, und hier fließt die Ochte jetzt weiter Richtung Volkfelde. Und da fahre ich jetzt als nächstes hin. So, ich bin jetzt von der Rückseite mal an die alte Wassermühle rangegangen und hier sieht man noch diesen Graben, den haben die Mönche angeblich vor 500 Jahren angelegt. Die haben damals schon gut nivelliert. Jo, und hier ist dieser kleine Aquädukt, hier unten ist der alte Ochtearm. Und hier oben ist der künstlich aufgeschüttete, haben wohl angeblich irgendwelche Mönche gemacht, wie ich jetzt gehört habe. Ach so, ja, und hier fließt die Ochte dann weiter Richtung Volkfelde, das ist jetzt das nächste Ziel. Ja, wie gesagt, ich versuche jetzt mal noch das Video vom Mühlentag von der Wassermühle Staats mit einzubinden. Ich mache das dann schon ein Video vorher. Also keine Verwirrung. So, ich bin jetzt in dem kleinen Dorf Volkfelde. Hier ist die Uchte schon ein bisschen breiter und fließt jetzt Richtung ICE-Strecke. Volkfelde kommt man auch nicht so häufig hin. Die ICE-Strecke zwischen Hannover und Berlin wird hier von der Ochte unterquert. Und direkt neben der neuen B188. Und jetzt geht es weiter nach Keten, da fließt die Ochte am Ortsrand vorbei.
Ortsausgang Käthen Richtung Klinke. Jo, hier fließt auch die Ochte lang. Hier ist so relativ zugewuchert. Und die macht dann hier einen Knick und fließt dann Richtung Deetz. Das ist jetzt das nächste Ziel. Ja, ansonsten gibt es hier nicht viel zu zeigen. Kleines Dorf, aber wir verfolgen ja bloß den Ochtellauf. Ortseingang von Deetz. Jo, hier fließt die Uchte dann erstmal wieder in östlicher Richtung. Hier sind sogar richtig kleine Stromschnellen. Ansonsten kann man dem Verlauf der Uchte direkt hier schlecht folgen, weil die fließt durch unwirtliches Gebiet durch, über Privatgelände, Weiden, die eingezäunt sind, dichte Wälder, wo man nicht durchkommt. Also beschränke ich mich erstmal weiter auf die Straßen. So, in dem kleinen Dorf Narstedt fließt die Ochte auch fast direkt durchs Dorf durch. Die ist jetzt schon ein bisschen breiter. Und hier geht es dann weiter Richtung Möhringen. ICE-Brücke in Möhringen. Und hier fließt doch gleichzeitig die Uchte drunter durch. Kommt hier aus Narstedt. Und hier ist der Uchteverlauf damals, als die ICE-Strecke gebaut wurde, glaube ich, ein bisschen modifiziert worden. Und die fließt dann weiter Richtung Osten. Der Berlin ist dann das nächste Dorf. Da geht es nach Stendal. Vorher kommt noch der Berlin und Tornau. Hinter Berlin an der ICE-Strecke. Hier fließt die Uchte dann unter der ICE-Strecke nochmal drunter durch und danach gabelt sich die Uchte. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich da hinkomme, weil da muss man dann noch ein Stückchen über den Acker laufen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo parken kann. Da ist dann die Uchtegabel, da entsteht dann eine große Insel, wo Warburg zum Teil drauf liegt. Und ja, dann sind wir schon in Stendal. Uchtegabel bei Döbelin. Hier ist gleichzeitig noch ein Wehr. Ich weiß gar nicht, wie man an das Wehr rankommt. Das haben wir mal bei Google Maps schauen. Jo, die beiden Uchtearme rechts und links fließen beide durch Warburg durch. Der rechte ist ausgetrocknet durch den heißen Sommer. Da ist wirklich kaum noch was drin. Da ist in Warburg auch alles leer. Und der linke sieht noch ganz gut aus. Jo, das ist jetzt die vorletzte Station. Jetzt geht es noch zum Ortseingang Stendal. Stendal Warburg und Ende von Teil 1. Jo, hier kommt die Uchte, hier ist sie schon richtig schön breit, so wie wir sie in Stendal kennen. Und ich werde das Video wohl in 3 Teile stückeln, weil das dann zu lang wird, weil das wird sicherlich schon über 20 Minuten, vielleicht sogar 30 vom ersten Teil. Der zweite Teil wird dann Stendal, der gesamte Bereich der Uchte, weil das ist ja, sehr reich an Informationen, da gibt es viel zu filmen. Und der dritte Teil ist dann vom Stadtausgang Stendal bis Osterburg, Mündung in die Biese. Ja, wenn es euch gefallen hat, klickt bitte auf Abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und der zweite Teil kommt dann irgendwann in den nächsten Wochen.